Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Herr der Ringe Online. Und Mordor ist draußen. Wir befinden uns hier vor Mordor und haben jetzt Buch 9 vor uns. Mordor selber kann ich noch nicht betreten, darf dort also noch nicht rein. Aber ihr seht es hier, Buch 9 kann man spielen, die epische Story kann man weiterspielen. Und das machen wir heute auch. Wir gucken uns also an, was jetzt Aragorn gleich für eine Quest für uns hat. Und Mordor machen wir dann, sobald ich das für Turbinpunkte kaufen kann. Im Moment ist das noch nicht für Turbinpunkte zu kriegen. Erst mit Update 22. Aber das Buch an sich, also die Story, können wir jetzt auch schon zocken. Hier gab es auch mal einen neuen Titel, aber jetzt geht's los. Dies mag vielleicht die Stunde Saurons sein, aber wir werden ihn mit Blut bezahlen lassen. Buch 9, Kapitel 1. Die Stunde Saurons. Die Schlacht am Schwarzen Tor neigt sich ihrem Ende zu, Garion. Wir müssen so lange durchhalten wie möglich. Jo. Und schon sind wir auch dabei. Wir sind also jetzt schon im Kampf und müssen 3 Angreifer abwehren. Das ist also relativ einfach jetzt. Und ihr seht, jo, die Überzahl der Feinde ist doch sehr erschlagend. Wir sind jo, die paar grünen Pünktchen hier in der Mitte der Karte. Und der Rest ist alles Saurons Armee. Orks und Böwisse, Uruks und Trolle, Olokai und Ostlinge und alles Mögliche. Und 3 Stück müssen wir jetzt hier finden. Hier auf den Hügeln ist zum Glück noch nicht so viel los. Der richtige Kampf ist mehr da unten. So, aber einen haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch noch die anderen erledigen. Ja, ich glaube, das war daneben. Ja, hat nicht gezählt. Müssen wir doch noch ein paar mehr killen. Hier stehen noch ein paar untätig rum. Aber hier ist gerade auch wenig los, muss ich sagen. Nicht viele Gegner. Da haben wir auch mal wieder einen. Ah, der ist auch schon so stark angeschlagen. Ich glaube nicht, dass er zählt. Ja, Mist. Zählt auch nicht. Und falls ihr mal nach unten guckt, da steht Stufe 105. Und wir können weiter leveln. Auch wenn wir Mordor nicht haben, geht es trotzdem. Also, wir können jetzt ein Level Up erarbeiten wieder. Es soll 10 neue Level geben. Also bis 115. Hört sich interessant an. Ich bin gerade mal 105 mit ein bisschen EP mittlerweile. Ausruhe EP habe ich auch. Also, so. Jetzt haben wir alle 3 erledigt. Und wir haben wieder Levelzeit. Wir können wieder leveln. Yay, endlich wieder EP sammeln für die ganzen Quests, die man macht. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein Add, ohne dass eine Wache uns hilft. Dann wir weg. Jawohl, und 4000 EP. Haha, ich sammle wieder Exp. Cool. Weiter geht's. I see something on the distant horizon. A new threat? Ich habe etwas weit entfernt am Horizont entdeckt, kann aber noch nicht genau erkennen, was es ist. Ist das eine neue Gefahr in unserem Rücken? Geh zu Mithrandir auf dem Schlaggehügel und bringt in Erfahrung, was er davon hält, Gary. Schnell. Okay, hier ist also irgendwo Gandalf. Go to Mithrandir, quickly. Ja, manche haben noch die englische Sprachausgabe, aber die meisten haben schon die deutsche Ausgabe. Ist also so, dass irgendwelche Charakter manchmal nie übersetzt sind. Da ist Gandalf. Was jetzt? Was ist, Garion? Bringt ihr Kunde von den Söhnen Elronds? Wollen sie es mir nicht selbst sagen? Der Zauberer setzt gerade zu einer neuen Spitze gegen die Elben an, spricht sie dann aber doch nicht aus. Sein Blick richtet sich auf den Horizont und erfreutes Erstaunen breitet sich auf seinem Gesicht aus. Die Adler kommen! Die Adler kommen! Kapitel 2: Die Adler kommen! Gwaihir, der Herr der Winde, eilt dem Herr des Westens mit seinen edlen Untertanen zu Hilfe. Mal sehen, wie den Nazgul diese Bedrohung ihrer Lufthoheit schmeckt. Garion, sprecht mit mir, danach werden wir uns wieder der Schlacht zuwenden. Also, jetzt geht's in eine kleine Instanz mit Gandalf, mit Randir. Ob die Adler dann das Blatt wenden können, ist die Frage, aber ich bin mal schwer gespannt. Wir starten das Ganze
Aber im Moment sieht es noch so aus, als würden wir schwer versagen. Mordor ist auf jeden Fall noch vor uns. Boah, da ist viel zu tun. Ja, hier können wir auch nochmal auf Mordor klicken jetzt. Und dann können wir nach noch Mordor rein. Und hier gibt es 5 Zonen, 5 Gebiete, die wir hier entdecken können. Ihr seht ja jetzt erstmal generell die ganzen Gebiete, wie sie heißen. Aber die dicke rote Schrift, das sind meistens auch Gebiete, die man sich angucken kann. Also Lingris, dann Dor Amrath, dann Aganaich, dann Talak Urui, wie alle heißen. Und natürlich der Schicksalsberg selber. Ja, da seht ihr das. Da kann man dann auch reinzoomen. Bedeutet, wir haben doch einiges vor uns in den Ebenen von Gorgoroth. So, und Urudin, so heißt wohl der Schicksalsberg an sich. Hier ist also auch ein kleiner Weg hin zum Schicksalsberg. Und hier haben wir den Turm von Cirith Ungol. Nelegrot statt Helegrot. Cool, ist ja auch. Sieht auf jeden Fall alles ganz interessant aus, wenn man so mal die Gebiete von nahen sieht. Ah, bald werden wir da rumlaufen. Es dauert nicht mehr lange. Aber ich weiß nicht, ob es da ein episches Buch gibt oder ob das alles nur Nebenquests sein werden da drin. Weil das Buch 9 ist ja jetzt erstmal die Schlacht mit den Adlern und sowas. Das sah cool aus. Nargoth. Eine richtige Vulkanstadt. Lavastadt. Hier haben wir irgendwie einen Blutsee. Einen Feuersee oder sowas. Auch immer mit Bindesteinen und so, wo man sich dann auch binden kann. Und hier nochmal Dor Amrath. Ja. Auf jeden Fall einiges, was wir tun können. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir mal mit dem Buch weiter. Das reicht erstmal für die Übersicht. Und los geht's. Noch einmal in den Kampf, mein Freund. Jawohl. Auf in den Kampf. Und da sind sie, die Adler. Sieht richtig gut aus. Weil hier der Herr der Winde ist dem Heer des Westens mit seinen edlen Untertanen zu Hilfe gekommen. Sprecht mit Aragorn. Boah, die kämpfen richtig da oben. Weil hier und die Adler werden die Nazgul ablenken, aber am Boden tobt immer noch die Schlacht, Garion. Lasst uns den Vorteil ausnutzen. Ja, okay, machen wir. Das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Okay, und jetzt wird gekämpft hier. Die Orks greifen uns an. Oben im Himmel passiert jetzt nicht mehr so viel. Ein Glück sind die Nazgul jetzt abgelenkt. Die hatten ja immer unsere Soldaten entführt und wieder fallen lassen. Von daher ist die Gefahr schon mal gebannt. Okay. Das war's für die Orks. Sind sonst noch welche da? Ah, da kommen noch. Gut, bisschen gekämpft werden muss halt. Bringt alles EP, ist alles wichtig. Jawohl, 4000, 4000, 4000, so geht das. Wie viel brauchen wir? So, ein paar Millionen brauchen wir. Ui, jetzt ruft Gandalf. Spürt ihr das? Etwas stimmt nicht, Garion. Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Vielleicht erleben wir eine neue Heimtücke des dunklen Herrschers. Die Nazgul fliehen aus der Schlacht? Was kann das bedeuten? Sauron hat sie zurück nach Mordor gerufen. Aber warum? Halt, Männer des Westens! Dies ist die Stunde des Schicksals! Bei hier, zu mir! Ja, und damit ist es geschafft. Frodo hat seinen Auftrag erfüllt. Bei hier ist hier, die Orks fliehen. Und damit ist die Instanz wohl jetzt durch, oder? Frodo hat den Auftrag des Rings erfüllt und ist vielleicht noch am Leben. Wir müssen schnell handeln, Garion, oder er wird niemals lebendig aus dem Schwarzen Land entkommen. Wenn uns Gwaihir und seine Brüder nach Mordor tragen, erreichen wir Frodo vielleicht noch rechtzeitig. Gwaihir, Herr der Adler, zweimal habt ihr mich getragen, mein Freund, und dies wird das letzte und wichtigste Mal sein. Wenn euer Bruder Landroval Garion trägt, haben wir die beste Chance, Frodo zu finden, ehe er überwältigt wird. Fliegt
nun los. Jawohl. Mordor erbebt unter dem Zorn des Orodruin. Flieg schnell, mein Freund. Falls Frodo oder Samwise noch leben, müssen wir sie schnell finden. Der Berg brennt. Ich fliege zur anderen Seite, aber jemand muss den nächstgelegenen Hang absuchen. Schnell! Das ist eine Aufgabe für Abenteurer. Wir umkreisen den Orodruin und kommen dann zu euch zurück. Hoffentlich findet einer von uns die Hobbits. Wow. Jetzt geht's doch ziemlich schnell nach Mordor auf einmal und ziemlich schnell zum Ende der Geschichte. Ist ja heftig. Der Ring ist in die Lava geschmissen worden. Hat man leider noch nicht gesehen. Kommt aber bestimmt noch. Ihr seid nun hier. Das Ende aller Dinge. Findet Frodo. Also, jetzt sind wir wirklich hier in Mordor am Schicksalsberg. Und irgendwo hier soll er sein. Oh, da oben ist heftige Lava. Wir sehen nicht genau, wo wir sind. Irgendwo hier am Orodruin. Aber wo genau jetzt Frodo sein soll? Vielleicht da links runter? Nee, da ist zu viel Lava. Okay, da wird er nicht sein. Da ist zu viel Rauch. Geht's geradeaus weiter. Heftig hier. Gar nicht so ein gutes Wetter. Und hier vielleicht links. Nee, bestimmt hier rechts den Weg hoch. Wo ist Frodo? Sam müsste ja auch dabei sein. Da unten wird er nicht sein. Hier oben sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt hier oben irgendwo ist. Jetzt geht es noch nach rechts. Ja, und da vorne könnte er sein. Ja, wir könnten aber auch hier noch geradeaus weiter. Uiuiui. Heftig. Das sieht ja mal geil aus. Alles voller Lava und Rauch. Das ist ja mal eine düstere Stimmung. Aber kein Frodo weit und breit. Ich glaube, wir gehen den Weg da besser mal weiter. Wir müssen den doch jetzt retten. Kann doch nicht sein, dass der so weit weg ist. Frodo! Wo bist du? Und? Finden wir ihn jetzt irgendwie? Hier ist auch nicht. Doch, da vorne sehe ich was. Da sind zwei Hobbits zu sehen. Jawohl. Ich glaube, wir haben es jetzt langsam geschafft. Ihr habt Frodo und Sam gefunden. Sie leben noch. Garin, seid das wirklich ihr? Sam blickt euch mit trüben Augen an. Er ist sichtlich erschöpft und scheint nicht glauben zu können, dass ihr tatsächlich vor ihm steht. Wir können nicht weiter. Wir sind so weit gekommen, aber Sam greift in eine seiner Taschen und zieht einen kleinen Gegenstand hervor. Er gibt ihn euch in die Hand. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung, sagt er. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Okay, und jetzt sollen wir an die Kante. Und was machen wir da? Ah, wir leuchten. Fiole von Galadriel war das. Und da kommen die Adler. Der Ring wurde zerstört. Gwaihir und seine Brüder stellten sich den Gefahren des Himmels und retteten unsere Helden aus den Trümmern des brennenden Berges. Und auf dem Feld von Kormallen wurden sie für ihre großen Taten und den erfolgreichen Abschluss ihres Auftrags gepriesen. Der Herr der Ringe war vernichtet. Und dank seiner Niederlage war Mittelerde wieder sicherer. Sicherer ist immer gut und wir sind wieder in Anorien. Gandalf wartet schon auf uns. Hier ist ein richtig schönes Lager. In Norditalien. Dann geben wir jetzt wohl mal die nächste Quest ab. Kapitel 2, die Adler kommen. Kaum zu glauben, aber meine kühnsten Hoffnungen sind in Erfüllung gegangen, Garin. All meine Hoffnungen haben sich erfüllt, trotz aller Zweifel. Wir haben eine große Dunkelheit bezwungen und Sauron wird nach tausenden von Jahren Mittelerde endlich nicht mehr behelligen. Die Reise zum Schicksalsberg war letztendlich erfolgreich, worauf dieser
alte Nah hier zwar nicht zu hoffen wagte, aber es dennoch tat. Welch ein Wunder, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Nein, es ist noch nicht zu Ende. Keine Angst, ein bisschen machen wir noch. Unsere Freunde haben viel durchgemacht, aber ich weiß, dass sie mit euch sprechen wollen. Kapitel 3, auf dem Feld des Sieges. Lasst euch von mir nicht aufhalten, Garion. Unsere heldenhaften Freunde haben viel durchgemacht, aber ich weiß, dass sie nun, nachdem die Gefahr vorüber ist, mit euch sprechen wollen. Frodo und Sam haben sich von ihrer Reise ausgeruht, jedoch wird es länger als diese paar Tage dauern, bis sie sich von deren Qualen erholt haben. Ihr findet sie in einer Laube auf der Südostseite des Feldes. Und mit den beiden gehen wir im nächsten Let's Play sprechen. Nun, da er wieder wach ist, solltet ihr mit Frodo sprechen. Auf jeden Fall. Und dann gucken wir uns das Lager hier noch genauer an. Und dann schauen wir natürlich auch, wie die Quests weitergehen, wie das Buch weitergeht. Es müsste noch ein Film kommen. Eigentlich sind es 3 Filme. Ich weiß nicht, ob wir alle 3 gesehen haben. Ich glaube, wir haben nur 2 Filme bis jetzt gesehen. Aber wir werden auf jeden Fall mal weiter gucken beim nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.